Beim Thema EU kochen die Emotionen hoch. Ob Brexit, Flüchtlingsstreit oder Eurokrise. Die EU treibt Hunderttausende Europäer auf die Straße. Viele fühlen sich von Brüssel abgehängt. Get out now. Watch it done for me. Rechtspopulisten nutzen das aus. In fast allen Ländern Europas steigt ihr Stimmenanteil. Längst sitzen die Gegner auch im EU-Parlament, wo sie die europäische Einigung von innen heraus torpedieren. Donald Trumps Wahlsieg verschärft die Lage. Mal droht er mit Strafzöllen für Europas Konzerne, mal stellt er die NATO in Frage und damit die Sicherheit des Westens. Nicht wenige sagen der EU das Ende voraus. Doch wie konnte es so weit kommen? Welche Fehler wurden gemacht? Welche Sünden begangen, die Europa so stark ins Wanken bringen? War es falsch, den Briten immer wieder extra Würste zu genehmigen, nur um am Ende doch dem Brexit zuzuschauen? Warum bringt die Aufnahme Griechenlands jahrzehntelange Probleme mit sich? Was ist dran an der Kritik, die EU sei ein bürokratisches Monster, das mit seiner Regulierungswut den ganzen Kontinent quält? War die Osterweiterung der EU zu überstürzt? Wurden die Folgen unterschätzt? Liegt in der ungerechten Konstruktion des Euro womöglich der größte Fehler der EU? Oder ist es das vielbeklagte Demokratiedefizit? Wer fällt wirklich die Entscheidungen in der Gemeinschaft? Und wie demokratisch ist das eigentlich? Die EU. Der Traum von Frieden und Wohlstand für den ganzen Kontinent. Was ist falsch gelaufen? Was muss besser werden? Die 7 größten Fehler der EU. Als erstes auf dem Prüfstand der heimliche Taufpate. Der 8. Juli 1962. An diesem Tag entsteht eine schöne Legende. In der Kathedrale von Reims feiern Konrad Adenauer und Charles de Gaulle eine Friedensmesse. Die einstigen Erzfeinde Deutschland und Frankreich söhnen sich endlich aus. Seither wird die EU als ein Projekt der Völkerverständigung wahrgenommen, als Erfüllung der großen Vision von Winston Churchill am Ende des Zweiten Weltkrieges. Wir dürfen nicht weniger anstreben als ein vereinigtes Europa. Und wir blicken zuversichtlich auf den Tag, da diese Union erreicht wird. Doch ist die EU wirklich nur eine friedliche Idee der kriegsmüden Europäer? Oder geht es in Wahrheit um viel mehr? Um knallharte Machtpolitik und Wirtschaftsinteressen? Nach dem Untergang von Hitlers Drittem Reich ist Europa tief gespalten. In die Interessenssphären der beiden Supermächte, Sowjetunion und USA. Amerikas Geheimdienst sorgt sich um die Attraktivität kommunistischer Parteien in den westlichen Ländern Europas. And this is a communist parade. Look at the signs they carry. US go home. Im Nationalarchiv der USA liegt ein geheimes Schlüsseldokument, das erst kürzlich von einem Wissenschaftler entdeckt wurde. Aus diesen Akten geht hervor, dass die CIA seit den 1940er Jahren plante, die europäischen Nationalstaaten durch ein zentralistisches Europa zu ersetzen. Es schien zu schwierig, ein Dutzend, heute mit Osteuropa sogar 2 Dutzend Einzelstaaten zu kontrollieren. Die CIA wollte eine zentrale Regierung. Die könnte man leichter dominieren. Die Amerikaner fürchten, dass eine Wirtschaftskrise in Westeuropa zu einer kommunistischen Machtübernahme führen könnte. ...1948 reagiert die USA mit einer milliardenschweren Wirtschaftshilfe, die bald schon den Namen des amerikanischen Außenministers trägt, der Marshallplan. Es ist nur logisch, dass die USA alles Notwendige tun sollten, die wirtschaftliche Genesung der Welt zu unterstützen. Musik
Der Plan, den Westen mit vielen Dollar gegen den Kommunismus immun zu machen. In Werbefilmen wird gleichzeitig für ein geeintes Europa geworben. Freiheit ist Europas wertvollstes Erbgut. Wenn wir gemeinsam denken und arbeiten, können wir uns dieses Gut erhalten. Der Plan geht auf. Westeuropa erlebt in den 1950er Jahren einen rasanten ökonomischen Aufschwung. Vor allem in Westdeutschland. Nun fing der Wiederaufbau an, erst langsam und dann schneller. Und jeder packte frisch mit an. Allmählich wurde es heller. Ermutigt vom wirtschaftlichen Erfolg soll der europäische Einigungsprozess vorangetrieben werden. Ab 1955 beraten 6 Länder über die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Marktes. Doch die Verhandlungen geraten ins Stocken. Großbritannien zieht sich zurück. Frankreich und Deutschland können sich nicht einigen. In diese ausweglose Lage platzt ein Ereignis, das zur Geburtsstunde der EU wird. Ein Krieg im Nahen Osten. A new Middle East crisis arises as President Nasser of Egypt tells a wildly cheering crowd in Alexandria that Egypt has seized the internationally owned Suez Canal. Ägyptens Präsident Nasser verstaatlicht den bis dahin von Briten und Franzosen betriebenen Suezkanal. London und Paris wollen das nicht hinnehmen. Unterstützt von Israel greifen französische und britische Truppen Ägypten an. Doch die USA sind gegen die Intervention. Vor allem, weil die Sowjetunion als Schutzmacht der Ägypter auftritt. Die Vereinigten Staaten wurden in die Aktion weder einbezogen noch informiert. Die USA werden sich unter keinen Umständen an den Aggressionen beteiligen. Ein Atomkrieg um den Suezkanal soll unbedingt vermieden werden. Die USA zwingen Großbritannien mit wirtschaftlichem Druck, den Angriff abzubrechen. Deutschlands Kanzler Adenauer ist gerade zum Staatsbesuch in Paris, als Frankreichs Regierungschef davon am Telefon erfährt. In diesem Moment fühlte sich Guy Mollet, der französische Premierminister, von seinen britischen Freunden betrogen. Ohne Vorwarnung waren sie aus der militärischen Operation ausgestiegen. Adenauer, der alte Fuchs, hatte alles mitbekommen und sagte nach einer kurzen Pause zu seinem französischen Gastgeber: Und jetzt müssen wir Europa bauen. Noch am gleichen Tag verabreden Deutschland und Frankreich die Gründung einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Es ist ein Bündnis auch gegen die USA. Von 1956 an wurden die Briten fast zur Kolonie der USA. Auf der anderen Seite rückten Franzosen und Deutsche enger zusammen, wirtschaftlich und auch militärisch. Als im März 1957 mit der Unterzeichnung der römischen Verträge die spätere EU gegründet wird, ist Großbritannien nicht dabei. Schon bei ihrer Gründung tritt damit ein Geburtsfehler der EU zutage. Das vereinte Europa sieht sich selbst zwar gerne als Ergebnis von Friedensliebe und Völkerverständigung, in Wahrheit aber ist die EU von Beginn an vor allem ein Instrument nüchterner Machtpolitik im Kalten Krieg. Als nächstes auf dem Prüfstand: Extrawürste für die Briten. 29. April 1962. Nach der Gründung der EU setzen die USA alles daran, dass auch Großbritannien in den Kreis der Mitgliedstaaten aufgenommen wird. Ein bedeutsames Treffen in Washington. Der britische Premier Macmillan fliegt im Hubschrauber von der Andrews Air Force Base zum Weißen Haus. Er wird begleitet von Präsident Kennedy, der ihn auf dem Flugplatz zu einem Konferenzwochenende empfing. Für die USA ist es mehr als nur ein Schönheitsfehler, dass Großbritannien nicht mit am Tisch sitzt, wenn in Europa Entscheidungen fallen. Denn ohne London droht der US-Einfluss auf dem Kontinent schwächer zu werden. Die Vereinigten Staaten
waren über Jahrzehnte, eigentlich bis vor kurzem, der Auffassung, der amerikanische Einfluss auf Europa könnte vor allem via London ausgeübt werden. Also versuchten die USA schon in den Anfangsjahren der EU, die Briten zum Beitritt zu bewegen. Dazu kommen massive Wirtschaftsinteressen. In der EU wächst der Wohlstand, in Britannien nicht. Neidisch blickt London auf den Erfolg der gemeinsamen europäischen Wirtschaft. Sie wollten ökonomischen Zugang zum florierenden europäischen Binnenmarkt. Es gab aber auch eine politische und strategische Dimension. Es ging bei Europa ja nicht nur um Gurken und Bananen. Mitglieder wie Frankreich, Deutschland und Italien redeten auch über gemeinsame Außenpolitik. Da wollten die Briten mitmischen. Sie mochten es nicht, ausgeschlossen zu sein. Sie wollten mit am Tisch sitzen. Doch Frankreichs Präsident Charles de Gaulle lehnt zwei Beitrittsgesuche der Briten ab. Erst 1973, nach dem Rücktritt de Gaulles, ist der Weg für den Beitritt Großbritanniens frei. Doch bald schon sorgen die Briten für Ärger. Premierministerin Margaret Thatcher will ihren Staatshaushalt sanieren. An Verpflichtungen gegenüber der EU fühlt sie sich nicht mehr gebunden. Ihr Motto lautet: I want my money back. Ich will mein Geld zurück. I want my money back. Das hat eine Begründung darin, dass Großbritannien wegen der Agrarstruktur Großbritanniens relativ wenig aus dem Agrartopf bekam, der damals 50-60% des Haushaltes ausmacht. Heute ist das wesentlich weniger. Und es hat gesagt, es ist ungerecht, ich kriege nicht so viel daraus zurück. Und deswegen lasst uns gucken, ob wir wegen dieser Besondersituation der britischen Landwirtschaft wir nicht weniger zahlen. Das ist das Hauptargument dabei gewesen. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, blockiert Thatcher in Brüssel wichtige Entscheidungen der EU. Mit Erfolg. Die Briten bekommen 66% ihrer EU-Beiträge zurückerstattet. Nationaler Egoismus auf Kosten von Europas Solidarität? Thatcher will sogar noch mehr. Europa soll ihrem harten Wirtschaftsmodell folgen, dem sogenannten Neoliberalismus. Margaret Thatcher meinte, wir brauchen immer mehr Markt und immer weniger staatliche Regulierung, geringe Steuern und keinerlei Umverteilung. Die Reichen sollten reicher werden und die Armen sich mit dem begnügen, was sie haben. Das mache die Wirtschaft stark und schütze vor dem Kommunismus. Daran glaubte sie. Als Thatcher britische Staatsbetriebe privatisiert, kommt es zu Massenstreiks. By 7 a.m., 4,000 miners were at Orgreave waiting for the coke lorries to arrive. Police had been expecting them. Die Premierministerin setzt sich in der Schlacht um England, wie es die Presse nennt, mit Polizei und Militär durch. In der EU dagegen warnt Kommissionspräsident Jacques Delors vor den dramatischen sozialen Folgen des Neoliberalismus. Doch das lässt die eiserne Lady kalt. Wohl kalkuliert greift sie Delors und die EU frontal an. Wir haben nicht staatliche Regulierungen beseitigt, nur um zuzusehen, wie sie die EU wieder einführt und wir von einem europäischen Superstaat in Brüssel dominiert werden. Thatcher stellt entscheidende Weichen für die Zukunft. Großbritannien will nicht mehr Europa, sondern weniger. Man sieht fast nie die europäische Flagge auf einem öffentlichen britischen Gebäude. Nur in ein paar linksregierten Städten. Wir tun fast so, als wären wir in der EU nicht wirklich dabei. Die Briten gehen in Europa einen Sonderweg, der sich konsequent fortsetzt. Beim Euro, der Gemeinschaftswährung, machen sie nicht mit. Auch nicht beim Schengen-Raum, der EU-Bürgern ab 1995 Reisefreiheit garantiert. Der Abwehrreflex in Großbritannien ist zweifellos größer geworden, je stärker sich die EU integrierte. Sie wussten bei ihrem Beitritt schon zur EWG, dass der Kontinent sich immer stärker integrieren wollte. Das Ziel einer immer engeren Union steht seit jeher in den EU-Verträgen. Aber die Briten hatten gehofft, das bremsen zu können. Der endgültige Bruch beginnt 2013. In London kämpft Premierminister Cameron um die Macht.
Um seine Chancen zu erhöhen, verspricht er ein Referendum über einen Verbleib der Briten in der EU. Es ist Zeit, die Briten entscheiden zu lassen. Es ist Zeit, die europäische Frage in der britischen Politik endgültig zu klären. Teil 1 von Camerons Plan geht auf. Er gewinnt die Parlamentswahl. Aber Teil 2 schlägt fehl. 35, we at ITV News are calling this as a Leave victory, an extraordinary. Überraschend entscheiden sich die Briten, die EU zu verlassen. Das ist, historisch wird man das sehen, eine unglaubliche Fehlleistung von David Cameron, nur um seinen eigenen Emotionen gerecht zu werden. Er hat Europa, unserem eigenen Land, in unermesslicher Weise geschadet, aus purem persönlichem Ehrgeiz. Am Ende ist den Briten die Nation einstweilen wichtiger als Europa. Waren all die Extrawürste also vergeblich? Auf jeden Fall haben sie den anderen Zeit und Nerven gekostet und Europa jahrelang gebremst. Als nächstes ein Lieblingsthema von Europagegnern: Regulierung, Sinn und Unsinn. Jeder kennt das Klischee. In Brüssel erfinden gelangweilte Beamte täglich neue, aberwitzige Regeln. Die Krümmung der Salatgurke, die einheitliche Größe von Kondomen und ein Seilbahngesetz ausgerechnet für das flache Mecklenburg-Vorpommern. Beispiele für die angeblich blinde Regulierungswut. Doch stimmt das eigentlich? Sind Verordnungen aus Brüssel wirklich so sinnlos? Oder kann man sich nur so prima darüber aufregen? Nehmen wir zum Beispiel die Richtlinie 78-764-EWG über die Normierung von Traktorsitzen innerhalb der EU. Deren Geschichte beginnt so. Ende der 60er Jahre. Die Politik sorgt sich um ein ernstes Thema. In Europa sterben damals pro Jahr hunderte Landwirte durch umstürzende Traktoren. In München, am Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik, wird an einer Lösung des Problems gearbeitet. Mit dabei ist damals Karl Theodor Renius. Zunächst mal hat man überlegt, ob man den Umsturz überhaupt verhindern kann. Und natürlich kann man sich Sensoren vorstellen, die dem Fahrer ein Signal geben, jetzt musst du aufpassen. Aber letztlich war das nicht zielführend. Und dann wurde also überlegt, etwas für den Fahrer zu tun in Form einer Schutzvorrichtung. Also den Umsturz in Kauf zu nehmen und aber dann die Folgen des Umsturzes technisch in den Griff zu bekommen. Die Forschung kostet Geld und Zeit. Finanziert wird sie zu einem großen Teil von der bayerischen Traktorenindustrie. Nach fast 20 Jahren ist die technische Lösung gefunden: ein elastischer Überrollbügel. Eigentlich eine einfache Lösung, die auch nicht sehr teuer ist und die heute in jedem Traktor in der Kabine integriert ist. Die Erfindung ist ein voller Erfolg. Die jährlichen Todeszahlen bei Traktorunfällen gehen dramatisch zurück. Doch die Entwicklung hat die bayerische Industrie viel Geld gekostet. Geld, das sie wiederhaben will, mithilfe der Politik. In Brüssel machen sich deutsche Politiker für die Normierung von Traktorsitzen stark. Jeder Traktor in der EU soll künftig einen elastischen Überrollbügel besitzen müssen. Das würde den Absatz fördern und der bayerischen Traktorenindustrie schöne Gewinne bescheren. Auch die bayerische Landesregierung setzt sich bei der EU für die Traktorrichtlinie ein. Daheim wird aber ganz anders geredet. Dort behaupten Politiker auch von der CSU, damals wie heute gern, EU-Regulierungen seien eine Erfindung von weltfremden EU-Beamten. Das Geschäftsmodell der Kommission lautet: Was ist noch nicht in Europa geregelt? Dieser Drang, alles zu regeln, alles in Richtlinien, alles in Paragraphen, jeden Winkel Deutschlands und Bayerns zu reglementieren, dieser Drang der Europäischen Kommission erstickt die europäische Idee. Und darum geht es, liebe Freunde, weg mit diesem Zentralismus und der Bürokratie. Das ist ein ganz perfides Spiel.
Diese Verlogenheit von nationalen Politikern, die da diese Brüsseler Ebene missbrauchen, um sich sozusagen einen schlanken Fuß zu machen, zu sagen so, ja, ich hätte ja gern was anderes gemacht, aber Brüssel lässt mich nicht. Es ist sowas von falsch, verlogen und leider auch sehr gefährlich und schädlich. Das Resultat haben wir heute mit den in Gestalt der Ansichten, die es über diesen europäischen Prozess bei vielen Bürgern gibt, zu Unrecht gibt. Aber das ist gemacht. Gemacht von nationalen Politikern. Heute sind Traktorsitze mit Überrollbügel nicht mehr umstritten, sondern anerkannter Standard. Die EU-Richtlinie kann 2012 ersatzlos gestrichen werden. Doch nach wie vor gilt auch sie als Beleg für grenzenlose Brüsseler Regulierungswut. Mit dem Vorwurf, die EU reguliere alles und jedes, das haben Politiker gelernt, kann man in Reden gut punkten und Wahlen gewinnen. Anfang 2016 behauptet Brexit-Wortführer Boris Johnson, die EU habe zwei weitere irrsinnige Vorschriften erlassen. Ein Luftballon-Aufblasverbot für unter Achtjährige und ein Verbot, die in England so beliebten Teebeutel ein zweites Mal zu verwenden. Die britische Volksseele kocht. Das Brexit-Lager verdankt auch dem Argument der Overregulation, also der Überregulierung, seinen Erfolg. Immer wieder prangern die Brexit-Befürworter die dadurch angeblich anfallenden Kosten an. Could you tell me which EU regulation or directive says that children under 8 can't blow up balloons? März 2016. Brexit-Wortführer Boris Johnson soll sich vor einem Parlamentsausschuss für seine Kritik am angeblichen Brüsseler Regelwahn rechtfertigen. Schließlich muss er zugeben, weder gibt es das Luftballonverbot für Kinder noch ein Verbot, Teebeutel ein zweites Mal zu verwenden. Johnson hat gelogen. Für die Brexit-Abstimmung kommt das öffentliche Eingeständnis zu spät. Und das beliebte Schimpfen auf angebliche Brüsseler Regulierungswut wird weitergehen. Dabei sind, bei Lichte betrachtet, die meisten Regeln sinnvoll. Sie erhöhen die Sicherheit und schützen die Verbraucher. Auch im nächsten Kapitel geht es um große Vorurteile. Das griechische Missverständnis. Januar 1981. EU-Parlamentspräsidentin Simone Veil begrüßt erstmals 24 Abgeordnete aus Griechenland. Griechenland bringt seine Geschichte und sein Erbe ein, die eigentlichen Wurzeln Europas sind. Die Aufnahme Griechenlands in die EU ist voller Symbolik. Sie gilt als Vereinigung Europas mit dem Mutterland der Demokratie. Doch ist das wirklich der Grund für die Aufnahme der Griechen? Oder geht es um etwas ganz anderes? Um etwas, dessen Folgen Europa bis heute belastet? Bis 1974 herrschte in Griechenland eine Militärdiktatur. Nach deren Ende soll das Land schnell in die EU aufgenommen werden. Frankreich und Deutschland machen sich dafür stark. Die Europäische Kommission rät von einer Aufnahme ab. Aus wirtschaftlichen Gründen. Tatsächlich steckt Griechenlands Wirtschaft schon damals tief in der Strukturkrise. Fast die Hälfte der Griechen arbeitet auf dem Land. In den Städten gibt es kaum Industrie. Und dennoch setzt sich vor allem der deutsche Kanzler Helmut Schmidt vehement für eine Aufnahme Griechenlands ein. Hat der ökonomisch eigentlich versierte Bundeskanzler andere Interessen im Sinn? Antworten finden sich im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin. Aus den Unterlagen geht hervor, im Herbst 1975 stimmt das Bundeskabinett für die Aufnahme der Griechen. Andernfalls müsse man, Zitat, in Kauf nehmen, dass Griechenland in eine andere außenpolitische Orientierung abdriftet. Das war sicherlich eine berechtigte Sorge. Der Ostblock hatte direkte Grenzen natürlich mit Griechenland. Das heißt, da gab es sicherheitspolitische Überlegungen. Und gleichzeitig war es innenpolitisch in Griechenland keinesfalls ausgemacht, dass man an der Orientierung an der NATO festhalten möchte.
oder dass man an der Westorientierung festhalten möchte. Um die junge Demokratie Griechenlands nicht zu verlieren, formuliert die Bundesregierung damals eine klare außenpolitische Maxime: keine Teilung des freien Europas. Die Gefahr scheint real. Griechenlands Kommunisten sind schon lange eine starke Kraft und das Land hat direkte Grenzen zum Warschauer Pakt. Mitten im Kalten Krieg will der Westen kein Risiko eingehen und nimmt Griechenland trotz aller Bedenken in die EU auf. Aus den Unterlagen des Auswärtigen Amtes geht hervor, dass sich die Bundesregierung damals über die langfristigen Kosten einer Aufnahme der Griechen sehr wohl bewusst ist. Doch diese Belastungen und Probleme wolle man versuchen, durch Verhandlungen in tragbaren Grenzen zu halten. Die Aufnahme Griechenlands in die EU, sie geschieht also vor allem aus geostrategischen Überlegungen. Damit triumphiert ein politisches über ein ökonomisches Argument. Doch die Bereitschaft, die hohen Kosten zu tragen, ist bald schon verflogen. Und Griechenland wird zum ökonomischen Dauerpatienten. Auch im nächsten Kapitel klaffen Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Abenteuer Osterweiterung. 3. Oktober 1990. Die ehemalige DDR tritt der Bundesrepublik bei. Kurz darauf zerfällt die Sowjetunion. In der Folge beginnt die EU-Beitrittsverhandlungen mit 10 Ländern aus Osteuropa, die schließlich in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Ein Kraftakt. Doch wie hat er die Gemeinschaft verändert? Und hat er sie vielleicht sogar überfordert? Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks sehen die USA eine einmalige Chance. Sie wollen ihren Machtbereich in Europa sichern und ausbauen. Amerikas Geostrategen setzen dabei zunächst auf militärische Überlegenheit. Die NATO soll sich im Osten näher an Russland heranschieben. Die USA setzen aber auch auf die EU. Hinter den Kulissen arbeiten sie gezielt an der Aufnahme ehemaliger Ostblockstaaten in die Union. Die Amerikaner haben die EU immer verstanden als den wirtschaftlichen Arm der NATO. Das westliche Heilsversprechen heißt vor allem, es wird dir besser gehen, dein Wohlstand wird steigen. Und dass die das alleine nicht schaffen konnten, war klar. Und deswegen haben die Amerikaner immer auch gedrängt darauf, dass Europa die neuen Staaten im Osten aufnimmt. Mit der Osterweiterung wollen die USA wiederholen, was nach dem Zweiten Weltkrieg mit Deutschland gelungen war. Wohlstand soll eine enge Bindung an den Westen erzeugen. Bei den Adressaten im Osten fallen die amerikanischen Gedankenspiele auf fruchtbarem Boden. Die ehemaligen Satellitenstaaten der Sowjetunion wollen in die NATO und in die EU. 2004 ist es soweit. Das Europaparlament feiert einen historischen Moment. Die baltischen Staaten, Polen, Tschechien, die Slowakei, Slowenien und Ungarn werden EU-Mitglieder. Später folgen noch Bulgarien, Rumänien und Kroatien. I think we all find this an emotional moment. Welcome to Strasbourg. Welcome home. Während die südlichen EU-Mitglieder nun weniger Hilfe aus Brüssel erhalten, legen die neuen EU-Staaten im Osten eine rasante Aufholjagd hin. Das kleine Lettland etwa kann seine Wirtschaftskraft in 4 Jahren fast verdreifachen. Doch durch die Osterweiterung schiebt sich die EU auch näher an Russland heran. Die ehemalige Supermacht fühlt sich bedroht. Russland ist ein Land, das sich am Westen abarbeitet, schon seine ganze Geschichte lang. Die haben Hitler und Napoleon nicht vergessen und haben deswegen dieses dringende Bedürfnis, das abzusichern. Und das sorgt für diesen geopolitischen Clash. Wir haben ein Interesse daran, diese Länder sozusagen an den Westen heranzuführen. Wir wollen die stabilisieren, wir wollen, dass das offene Märkte werden, dass da Menschenrechte gelten, demokratische Prinzipien. Und Moskau muss dringend verhindern, aus der eigenen Wahrnehmung der Geschichte heraus, dass diese Länder zu westlich werden, weil sie dann verliert als Einflussgebiet. Kiew, 21. November 2013. In der ukrainischen Hauptstadt demonstrieren Hunderttausende gegen den Einfluss Russlands. Auch sie wollen den Beitritt zur Europäischen Union. Doch Russland ist jetzt wieder stark genug, um seine Muskeln spielen zu lassen. Putin macht unmissverständlich klar, die Ukraine gehöre zum Einflussbereich Russlands.
Wir attackieren nicht, zumindest nicht im politischen Sinne des Wortes. Wir greifen niemanden an. Wir verteidigen nur unsere Interessen. Der Westen ist weder willens noch in der Lage zu verhindern, dass Russland die Krim besetzt. Und die Verschiebung der EU-Grenzen nach Osten birgt noch ganz andere Probleme. Knapp zwei Jahre nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs drängen im Sommer 2015 immer mehr Flüchtlinge über die Balkanroute nach Deutschland. Die Bundesregierung appelliert an die anderen EU-Mitglieder, ihrerseits Flüchtlinge aufzunehmen. Aber vor allem die neuen Partner im Osten weigern sich. Es gibt einen Verteilungsschlüssel, es sollen 220.000 Flüchtlinge verteilt werden, von denen sind bis heute irgendwie 8.000 verteilt worden. Wir kriegen die also nicht von Italien nach Finnland, aber auch nicht von Deutschland nach Ungarn oder Polen. Das heißt, die EU kann das nicht sanktionieren, was sie selber am Verhandlungstisch entscheidet. Hat die Zahl der EU-Mitgliedsländer eine kritische Größe erreicht? Konsens scheint immer schwieriger zu erzielen, nicht nur in der Flüchtlingsfrage. Selbst elementare Werte wie die Pressefreiheit oder der Schutz von Minderheiten werden von einigen der neuen Mitgliedstaaten in Frage gestellt. Die Osterweiterung der EU wird damit zur vielleicht größten Herausforderung der Gemeinschaft. Wie viel Pluralität ist möglich, ohne Einheit und Solidarität zu gefährden? Das nächste Kapitel: Der hohe Preis des Euro. Der Euro. Bei seiner Einführung 2002 gilt er vielen als das Symbol des geeinten Europas. Die Probleme, die er mit sich bringt, werden erst später sichtbar. Besonders während der großen Finanzkrisen der letzten Jahre. War der Euro also ein Fehler? Deutschland 1990. Die Bundesregierung wirbt bei den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges um Zustimmung zur deutschen Wiedervereinigung. Die britische Premierministerin Thatcher versucht zu bremsen und sucht nach Verbündeten. Frankreichs Präsident Mitterrand war auch beunruhigt über die deutsche Wiedervereinigung. Aber er war cleverer. Ihm war klar, dass man eine solche Energie nicht einfach aufhalten kann. Man muss vorgehen wie ein Judo-Kämpfer und die Kraft des Gegners aufnehmen und umlenken, um das eigene Ziel zu erreichen. Auf diese Weise trieb Mitterrand die Pläne für die gemeinsame Währung des Euro voran. Es war ein Deal. Die französische Zustimmung zur deutschen Einheit gegen die Zustimmung Helmut Kohls zum Euro. And German Helmut Kohl agreement to start talking about Europe. Aber da will Großbritannien nicht mitmachen. Eine gemeinsame europäische Währung. Dieser Preis ist Premierministerin Margaret Thatcher zu hoch. Dann eine überraschende Wende. Thatcher muss gehen und ihr Nachfolger stellt sich der Wiedervereinigung und dem Euro nicht länger in den Weg. Eine gemeinsame Währung soll Alleingänge Deutschlands verhindern. Tatsächlich scheint der Euro seinen Zweck zu erfüllen. Zunächst sorgt er dafür, dass überall in Europa die Wirtschaft wächst. Doch was keiner zu diesem Zeitpunkt offen eingesteht, der Euro-Vertrag, in viel zu kurzer Zeit ausgehandelt, hat erhebliche Konstruktionsfehler. Als wir den Euro eingeführt haben, das war ja ein Markt, eine Währung, damals schon alle gewusst, dass eine Währungsunion ohne Sozial- und Fiskalunion nicht existieren kann. Und es war damals die Ambition, aber eigentlich auch das Versprechen des Maastrichter Vertrages, dass das gemacht wird. Und es wurde eben nicht gemacht. Welches hohe Risiko gemeinsames Geld ohne gemeinsame Wirtschaftspolitik birgt, zeigt sich erst, als die Währung auf die Probe gestellt wird. 15. September 2008. Lehman Brothers, die viertgrößte Investmentbank der Welt, ist pleite. Ihr Zusammenbruch löst rund um den Globus ein ökonomisches Erdbeben aus. In recent weeks, the federal government has taken extraordinary measures to address the challenges confronting our financial markets.
Rund um den Globus fallen die Finanzmärkte in Schockstarre. Banken verleihen kaum noch Geld. Darunter leiden vor allem die hochverschuldeten Staaten in Südeuropa. An den Märkten können sie sich nur noch gegen horrende Zinsen Geld leihen. Die schwache Wirtschaft in Griechenland trifft es besonders hart. Das Land steht vor dem Bankrott. Die konnten keine Kredite mehr aufnehmen, da wurden keine Staatsanleihen mehr gezeichnet, weil niemand diesem System mehr getraut hat. Und wenn man am Finanzmarkt tot ist, dann ist man noch stärker auf andere angewiesen. Und das wollte auch niemand, zumal ja auch, das darf man auch nicht vergessen, es in Griechenland nicht nur um eine wirtschaftliche Frage geht und um den Erhalt des Euros, sondern auch um eine geopolitische. In Brüssel beschließen die Staatschefs immer neue Hilfspakete, um Griechenland im Euro zu halten. Es sind die gleichen geostrategischen Erwägungen, aus denen Griechenland einst in die EU aufgenommen und 2001 der Zutritt in den Euroraum gewährt wurde, trotz Manipulationen beim Staatsdefizit. Doch auch mit den Hilfen aus Brüssel, ohne einheitliche Fiskal- und Sozialpolitik, entfesselt der Euro in der Finanzkrise seine ganze Sprengkraft. Alte Krisenmechanismen funktionieren nicht mehr. Vor allem die EU-Mitglieder im Süden bekommen das zu spüren. Die gemeinsame Währung, der Euro, hat eben dazu geführt, dass dadurch, dass die Möglichkeit der Abwertung der eigenen Landeswährung nicht mehr gegeben war, dass eben auch der Spielraum für die nationalen Regierungen, die mit diesen ökonomischen Problemen konfrontiert waren, nicht mehr da war, sozusagen die eigene Landeswährung an die Leistungsfähigkeit der eigenen Volkswirtschaft anzugleichen. Viele in den industriestarken EU-Staaten wollen nicht einsehen, Ländern wie Griechenland immer neue Hilfen zu gewähren. Kanzlerin Angela Merkel macht klar, dass es um mehr geht als nur um die Währung. Scheitert der Euro, dann scheitert nicht nur das Geld. Dann scheitert mehr. Dann scheitert Europa. Dann scheitert die Idee der europäischen Einigung. In Ländern wie Deutschland, deren Wohlstand von der Euro-Einführung profitiert hat, ist der Gedanke ständiger Hilfen für die schwächeren EU-Partner schon immer unpopulär. Doch eigentlich wird damit nur nachgeholt, was bei der Einführung des Euro versäumt wurde. Man wird irgendeine Form von politischer Union schaffen müssen, die den Euro sozusagen politisch festigt und ummantelt. Und das ist ein solcher Integrationsschritt, so massiv, greift so intensiv ein in die substanziellen Souveränitätsrechte von Staaten, dass niemand zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wo mehr Europa die schlimmste Botschaft ist, die ein europäischer Politiker aussenden kann, dass die das nicht anrühren werden. Der Euro, ein starkes Symbol mit großer Sprengkraft. Denn ohne mehr gemeinsame Wirtschaftspolitik kann er auch Ungleichheit und Ungerechtigkeit nach Europa bringen. Im nächsten Kapitel geht es um Brüssel. Klüngel statt Demokratie? Alle 5 Jahre wählt eine 500 Millionen Europäer ihre EU-Parlamentarier. Auch die nationalen Regierungschefs, die bei den Gipfeltreffen der EU zusammenkommen, sind demokratisch gewählt. Und doch behaupten viele, die EU habe ein Demokratiedefizit. Wie kann das sein? In der EU wird nur das Parlament direkt gewählt. Lange spielte es bei der Gesetzgebung kaum eine Rolle. Hier kommen die anderen Institutionen der EU ins Spiel: Kommission und Ministerrat. Die Europäische Kommission besteht aus jeweils einem Vertreter der 28 Mitgliedstaaten und ist eine Art Regierung. Nur sie darf Gesetze vorschlagen, nicht das Parlament. Bis heute. Viele finden das undemokratisch. Und dann ist da noch der Ministerrat, das eigentliche Machtzentrum der EU. Er besteht aus jeweils einem Vertreter der nationalen Regierungen und trifft in Europa fast alle wichtigen Entscheidungen. Das Parlament darf ihn nur beraten. Dezember 2007. Mit dem Vertrag von Lissabon wollen die europäischen Regierungschefs das Machtgefüge innerhalb der EU zugunsten des Parlaments verschieben.
Das Europäische Parlament erhält erweiterte Kompetenzen. Klingt gut. Doch bald schon stößt das demokratische Experiment an seine Grenzen. 2010. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise gründen die europäischen Regierungschefs in Luxemburg den EFSF. Eine Aktiengesellschaft, die Europas Schuldnerstaaten mit Krediten versorgt. Sie bewegt sich bewusst außerhalb der EU-Statuten. Damit wird die demokratische Kontrolle durch das Europäische Parlament ausgeschaltet. Trotz Lissabonner Vertrag, es scheint dabei zu bleiben. Wenn es hart auf hart kommt, wollen die mächtigen Regierungschefs in Europa allein entscheiden. Doch dann lässt sich das EU-Parlament etwas einfallen, was die Staatschefs nicht erfreut. 27. Juni 2014, Showdown in Brüssel. Es geht um den Nachfolger von Kommissionspräsident Barroso. Das Verfahren ist eigentlich klar geregelt. Die Regierungschefs schlagen einen neuen Kandidaten vor, der dann vom Parlament gewählt wird. Doch dieses Mal wird ein neuer Modus verabredet. Zwei Spitzenkandidaten treten gegeneinander an und konkurrieren um das Amt des EU-Kommissionspräsidenten. Endlich verspricht die Parlamentswahl Spannung und Transparenz. Live im ZDF und ORF. Das TV-Duell zur Europawahl. Das heißt, Sie, die Wählerinnen und Wähler, haben die Möglichkeit, den entscheidenden Mann in Europa mitzubestimmen. Der Wähler soll mehr direkte Macht bekommen und die Europäische Kommission stärker demokratisch legitimiert werden. Auch Wahlen brauchen Gesichter, sie brauchen Personalisierung. Und hier konnte man nun deutlich sehen, du kannst dir hier zwischen mindestens zwei Typen entscheiden, die dann hinterher Kommissionspräsident werden, die übrigens auch sich den Wählern verpflichtet fühlen sollen und nicht nur ihren Regierungschefs. Und deswegen habe ich das für eine gute Sache gehalten. Der Plan für mehr Demokratie geht auf. Erstmals nimmt die Wahlbeteiligung bei einer Europawahl nicht mehr ab. In Deutschland und Frankreich steigt sie sogar. Am späten Abend des Wahltages zeichnet sich der Sieger ab. Das heißt, wir haben einen Vorsprung von 18 Mandaten für die EVP nach dieser allerersten Hochrechnung des Europäischen Parlaments. Und das könnte natürlich die Diskussion für Jean-Claude Juncker entscheiden. Nun liegt es an den europäischen Regierungschefs Jean-Claude Juncker tatsächlich als neuen Kommissionschef zu nominieren. Doch offenbar fällt es einigen schwer, ihre Macht zu teilen. Vor allem der britische Premierminister Cameron stellt sich quer. Die Nominierung gerät zur Hängepartie. Es ging um diese Machtfrage. Ist über das Europäische Parlament der Bürger entscheidend, wer hier Kommissionschef wird? Oder machen das die Regierungschefs im stillen Stübchen untereinander aus? Und hier hat die transparente und offene demokratische Seite gewonnen. Die Mehrheit der Regierungschefs scheut den Machtkampf mit dem Parlament. Gegen den Willen der Briten wird Jean-Claude Juncker zum neuen Kommissionspräsidenten der EU gewählt. Ich finde die Nummer mit dem Spitzenkandidaten noch nicht ganz perfekt. Aber seitdem man sagt, der Kommissionspräsident geht aus den Wahlen hervor, kann man doch nicht mehr ernsthaft von einem Demokratiedefizit reden. Ist die EU also gar nicht mehr so undemokratisch, wie oft behauptet wird? In den Köpfen vieler Europäer scheint diese Botschaft noch nicht angekommen. Die Beteiligung bei Europawahlen ist immer noch gering, liegt weit hinter der bei nationalen Wahlen. Die Leidenschaft für Europa hat in den meisten Mitgliedsländern noch viel Luft nach oben. Frieden und Wohlstand für alle. Das ist von Anfang an das große Versprechen der Europäischen Union. Seitdem ist die Gemeinschaft gewachsen und hat viel erreicht. Doch sie hat auch Fehler begangen. Vertrauen ging verloren. Viele fühlen sich bevormundet und nicht ausreichend informiert. Das ist auch das, was die EU lernen kann. Sage, was du denkst und tu, was du sagst. Dann wird auch wieder Vertrauen in Europa entstehen. Aber die Zeit drängt. Der Druck auf die Europäische Union ist so groß wie nie zuvor. Von außen und von innen. Die Menschen verlangen ehrliche Antworten.
Man muss daran erinnern, Europa bedeutet die Überwindung der Nationalstaaten. Das will heute keiner hören, aber die EU und die Nationalstaaten zusammen können systemisch nicht funktionieren. Also überwinden wir das und machen daraus aus der Krise eine Lebensentscheidung, nämlich die, Europa zum Leben zu erwecken, und zwar die Nationalstaaten wie von den Gründungsvätern angedacht zu überwinden, oder aber die EU wird scheitern. Bislang ist die EU immer an Krisen gewachsen, hat gelernt und sich verändert. Es wäre an der Zeit, das jetzt erneut unter Beweis zu stellen.